Herr Ministerpräsident, wir gemeinsam mit den Polen, Griechen, Franzosen und anderen haben die Aufgabe, das Leben gerechter, sicherer und besser zu machen. Gemeinschaftlich und nicht intergouvernemental. Deshalb die Frage an Sie. Wie wollen Sie die Gemeinschaftsmethode stärken und nicht das entsprechende Feilschen mit Blick auf nationale Egoismen im Rat? Ich habe Ihren Vorstellungen auch von einer EU 4.0 aufmerksam zugehört. Die Frage bleibt, wenn es kein verpflichtendes Bekenntnis zu gemeinsamen Werten und Zielen gibt, bleibt das solidarische Europa auf der Strecke. Ich hätte erwartet, dass Sie heute hier endlich die Rücknahme des Opt-outs Polens von der Grundrechtecharta verkünden. Ich hätte endlich erwartet die Anerkennung dieser EU-Grundrechtecharta durch Polen. Und damit können wir wachsende soziale Spaltung der Gesellschaften, Wohnungsnot, vor allem aber auch Hass gegen Andersdenkende und Lebende, gegen Asylsuchende überwinden. Rosa Luxemburg hat einmal formuliert, unmissverständlich, die Freiheit des Einzelnen ist die Voraussetzung für die Freiheit aller. Vergessen wir das nicht.